Willkommen. In diesem Video geht es darum, was der Prokurist nicht darf. Der Prokurist darf all das nicht, was nur der darf, der ihn in den Stand versetzt hat, Prokurist zu sein. Er darf nicht das, was nur der Geschäftsinhaber darf, zum Beispiel den Jahresabschluss unterschreiben. Er darf auch nicht das Unternehmen auflösen oder verkaufen. Er darf nicht den Kreis der Gesellschafter erweitern. Er darf nicht das Unternehmen verändern, den Firmenzweck verändern. Er darf das Unternehmen nicht verkaufen. Er darf nicht neue Prokuristen aufnehmen. Und er darf auch nicht einen eventuellen Insolvenzantrag unterschreiben. Darf er Kredite aufnehmen? Ja, wenn es in einem vorgegebenen Rahmen ist. Wenn es also zu seiner Tätigkeit dazugehört, dass zum Beispiel ein Dispositionskredit mal beansprucht wird, dann darf er das. Aber sobald das außergewöhnlich ist, darf er auch das wieder nicht. Darf er Grundstücke verkaufen? Nur mit besonderer Genehmigung. Dann allerdings darf er das. Ja, aber ansonsten haben wir den Geschäftsinhaber und den Prokuristen. Und der Prokurist ist vom Geschäftsinhaber bevollmächtigt und darf deswegen das nicht, was nur der Geschäftsinhaber darf, den Jahresabschluss unterschreiben, das Unternehmen auflösen oder veräußern, wie wir gleich gesehen haben, den Kreis der Gesellschafter erweitern, das Unternehmen, den Unternehmenszweck verändern, das Unternehmen verkaufen, neue Prokuristen aufnehmen und einen eventuellen Insolvenzantrag stellen, sind alles nicht seine Aufgaben. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.